Hallo Leute, falls ihr die Mitteilung noch nicht gesehen habt, am 7. Juli werden Mac Prime, Boa Prime und Dakar Prime für unbestimmte Zeit aus der Void entfernt, um Platz für die neuen Primes zu schaffen. Ash Prime, Vectis Prime, Carrier Prime. Wenn ihr diese Items bereits besitzt, bleiben sie euch erhalten. Teile bleiben zudem handelbar. Allerdings wird bis zur Rückkehr dieser Primes der einzige Weg zu ihnen über den Handelschat führen. Der einzige wirkliche Verlust ist die Dakar Prime. Mac Prime kann nur Energie aus DevOps beziehen und startet mit einer zusätzlichen V-Polarität. Allerdings besteht kein Grund, in Panik auszubrechen. Diese Teile werden nur entfernt, um die Drop-Tables zu entlasten und werden vermutlich mit dem Star-Chart-Rework zurückkehren.